So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und heute geht es ausschließlich um den Halloween und die drei neuen Tiere, was eingefügt worden sind. Und wir fangen mit dem Weißrüssel-Skunk an. Oder wie die Entwickler den genannt haben, den Ferkel-Skunk. Das ist so eine Unterart wahrscheinlich von dem Weißrüssel-Skunk. Und das Bonustier gibt es für 100 Diamanten. Und die Beliebtheit von dem Tier ist 850. Das Spielgerät braucht das Spielhügel und die Basisgehege. Da passen zwei Tiere rein und maximal passen acht Tiere ins Gehege bei maximaler Erweiterung. Die Zuchtwahrscheinlichkeit liegt bei 3%, die Zucht dauert 13 Stunden und die Zuchtkosten sind 5100 Münzen. Und dann gehen wir weiter zu den anderen Tier. So, den Binturong, der kostet, ist ein Wildtier und kostet 1000 Diamanten. Seine Beliebtheit ist 760. Beliebtheit, das Spielgerät braucht eine Spielstämme und die Basisgehege passt nur ein Tier rein und da passen auch nur acht Tiere rein. Zuchtwahrscheinlichkeit liegt auch bei 3% und die Zuchtdauer auch 12 Stunden. Die Zuchtkosten sind 4.560 Münzen. So, und dann gehen wir zum letzten Tier, zu der Halloween-Event-Tier, zu der Eule. So, der Nepal-Uhu, das Belohnungstier bis Halloween 2021 und die Beliebtheit von dem Tier ist 820. Das Spielgerät brauchte das Spielschaukel. Die Basisgehege passt nur ein Tier rein und auch maximal nur acht Tiere. Die Zuchtwahrscheinlichkeit liegt bei 3%, die Zuchtdauer 12 Stunden und die Zuchtkosten 4.920 Münzen. Was die Tiere für ein Stallgehege brauchen, welche Stufe, das weiß ich nicht. Das müssen wir dann noch rausfinden, wenn wir dann soweit sind. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel drin. So, bis bald. So, und hier sind wir in meinem Steam-Account drin, weil da habe ich das Spiel ja noch nie gestartet gehabt. Und somit kann ich das alles nochmal neu aufzeichnen. So. So, das war der letzte Mülleimer. Jawohl, jetzt muss ich nur noch den Müllsack, jetzt muss ich nur noch den vollen Müllsack zum großen Container bringen. Wir haben einen großen Container, wo ist denn der? Hey Antonio, warum verteilst du denn den ganzen Müll auf dem Weg? Ja, ist dein Sack gerissen? Was? Das ist ja ein Loch im Müllsack. Ja, wo kommt das denn her? Das sieht aus, als hätte ein kleines Tier ein Loch reingefressen. Oh, das war bestimmt die Haselmaus, von denen wir die Rosenbüsche erzählt haben. Okay, ja gut, der spricht ja mit den Blumen. Was? Mäuse hier im Zoo? Das kommt nicht in Frage. Die wühlen im Müll rum und machen alles dreckig. Ich gehe sofort Mäusefallen holen. Hallo Gisbert, was ist denn mit Antonio los? Der scheint ja mal wieder richtig schlecht gelaunt zu sein. Antonio ist verärgert über eine Haselmaus im Zoo. Er holt Mäusefallen, damit sie nicht mehr in den Müllbeutel anknabbern. Was? Mäusefallen? Das ist so gemein, die armen Haselmäuse. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Haselmaus von Antonio verstecken. Aber dafür muss ich sie erstmal finden. Wo fange ich bloß
mit der Suche an. Die Rosenbüsche haben wir gesagt, dass die Haselmaus nach einem neuen Zuhause sucht. Am liebsten würde sie in einem Haselstrauch oder in einem Brombeerbusch wohnen. Ah, da habe ich eine Idee. Wir könnten die Pflanzen im Zoo platzieren und sie so anlocken. Los, Gisbert, du musst mir helfen. Und du auch, Sanftmund. Du willst doch sicher auch, dass Antonia die Haselmaus in Ruhe lässt. Okay, das geht noch ums Terrarium, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hallo Sanftmund, bla bla bla. Ich war nicht lange nicht mehr da, ist ja klar, okay, ist schon verstanden. Drei Dinge platzieren, okay. Hallo Sanftmund, hast du einen Moment Zeit für mich? Das Halloween von der Tür steht, suche ich nach netten Ideen für die Dekoration des Zoos. Mir fällt doch bestimmt etwas Passendes ein. Dir fällt doch bestimmt etwas Passendes ein. Ja klar, Luftballons, hier eine hier Schaukel, was haben wir dann noch hier? Blumen mit Augen. Die Besucher sollen sich so richtig schön gruseln mit Nervenkitzel und Adrenalin, jawohl. Nervenkitzel und Adrenalin, da habe ich die perfekte Idee. Oh, hi Lila, Lena heißt sie, glaube ich. Schön dich zu sehen. Machst du wieder Bilder von den Tieren? Hi Lucy, haha, ja, ich kann nicht anders. Sonst wäre ich auch keine Fotografin geworden. Aber zurück zu Halloween. Stell doch ein paar Fahrgeschäfte auf. Okay, eine Achterbahn oder so eine Freifallturm würde die Herzen der Besucher bestimmt schneller schlagen lassen. Achterbahnen, Freifallturm, ist das nicht ein bisschen gefährlich, so schnell wie die sind? Ich weiß nicht, ob wir unseren Besuchern so etwas zumuten sollen. Wir sollten lieber ganz normal Halloween-Dekoration aufstellen. Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt etwas langweilig. Aber bevor wir uns jetzt streiten, sollen wir die Entscheidung vielleicht einfach Sanftmund überlassen. Ja, könnt ihr machen. Weiß sicher, was das Beste für den Zoo ist. Lass uns im Zoo bitte ganz normale Halloween-Dekoration aufstellen, okay? Okay, dann gibt es so einen Monsterbogen. Sieht ganz hübsch aus. Okay, ich werde hier auf jeden Fall noch nichts aufstellen. Da ich ja, das haben wir ja schon durchgehabt mit den Skunks. Und dann mit der Binterung. Und das ist hier der Halloween-Event. Bis zum 9. November um 12 Uhr findest du tolle Halloween-Dekorationen im Saison-Event-Bereich des Shops. Dieses Spiel-Deko werfen in regelmäßigen Abständen Kürbisse ab. Wenn du das Symbol über den Deko antippst, für die Kürbisse bekommst du tolle Preise, darunter ein neues Tier für deinen Zoo, den Nepal-Uhu. Naja, das ist ja schon bekannt. So sieht die Schaukel aus. Das ist wahrscheinlich der Gargoyle hier. Und da sind wahrscheinlich diese Luftballons. Und das ist hier diese Ruine. Wir gucken uns das mal kurz an. Ich werde das ja hier in meinem Zoo ja nicht aufstellen. Das ist ja nur, da spiele ich ja nicht mehr. So, dann gehen wir in die Dekoration, Event-Dekos. Und da haben wir diese Monsterbogen. Nee, also wir können uns das noch nicht einmal anschauen. Aber wir kriegen ja eins, wenn wir ein paar von den Sachen hier aufstellen. So sieht der das Teil hier aus einmal. Ich stelle mal eins hin.
So, dann haben wir hier noch die Kürbisse hier. So sieht das mit Kürbis aus. Das ist der Schädel. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier diese Spinnen. Eins muss ich noch aufstellen. Und da sind diese Monster-Hechelbusch. Monster-Hechelbusch. Hechelbusch. Monster-Kätzchenbusch. Gut. Also so schön sehen die nicht aus. Monster-Hundchenblümchen. Gott, ne. Die sind, naja. Also das soll Angst machen. Das sieht man, von dem Hasen sind nur die Zähne da übrig geblieben. Okay, dann haben wir diese fünf Sachen und dann kriegen wir diesen Torbogen. Der Zoo sieht schaurig schön aus. Hier, was ist jetzt los? Ja, was ist denn da passiert? So, ich mache mal einen Cut. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Okay, so wie das ausschaut, habe ich einen Fehler. Wird wahrscheinlich das Spiel neu starten müssen. Dann sehen wir uns gleich in ein paar Sekunden. So, wir sind ja hier irgendwo stehen geblieben. Das Tor, den Torbogen muss ich ja noch zeigen. Habe ich den jetzt? Ach so, 1, 2, 3, 4. 4, okay. Ein Eventdeckung muss ich nochmal platzieren. Das war ja dieser hässliche Hase hier. So, das war's ja eigentlich. Wo ist jetzt das Eventdeckor? Eventdeckor. Hier die Quest ist wohl verschwunden. Naja. Naja, das ist ja nicht das erste Mal, dass hier was schief nicht richtig läuft. Es gab ja schon um 12 Uhr irgendwelche Probleme, dass das Spiel nicht richtig gelaufen ist. So, dann hat sich das erste Mal, glaube ich, erledigt mit den Zeigen von dem Spielbogen. Ich habe hier sowieso nichts mehr gemacht. Ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier reingegangen. Auch nichts hier geändert. So. Dann sage ich mal schönen Halloween und viel Spaß beim Kürbis sammeln. Bin mal gespannt, ob wir da eine Rückerstattung bekommen dafür. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.